und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play GTA. Nein, oh Gott, Need for Speed Most Wanted. Wir haben ein Carrera GT, eine Viper und was hatten wir rechts? Oh Gott, da, ha, Drag rennen, aufpassen, konzentrieren. So, okay. So, ich habe einen kleinen Tipp bekommen übrigens, was die Benutzung von Nitro angeht. Danke, dass du uns. Den haben wir crashen lassen, den Lexus oder was auch immer das war. Und zwar, dass ich nicht direkt am Anfang, sondern kurz nach dem... Das hat es kaputt gemacht eigentlich, stimmt. Kurz nach dem Start. Dahin kam Truck. Oh Gott, wir sind alle tot, oder? Nicht einer hat überlebt. Alle anderen tot. Ich habe gedacht, dass ich direkt nach dem Start Nitro benutzen soll, sondern kurz warten soll. Oh, wir haben jetzt wieder... Und da habe ich schon wieder... Ich vergesse immer, dass es Drag Run ist. Auf jeden Fall, wir sind jetzt die Rennen Richtung Nummer 6 machen wir gerade. Black ist Nummer 6. Warten wir bis zum zweiten Gang. So. Na, wobei ich finde, beim ersten ist es sogar besser, wenn man im ersten bleibt. Also wenn man sofort Nitro gibt. Wir müssen hier rechts bleiben, denn da kommt gleich der Truck. Hallo. Okay, und wir haben es geschafft. Genau, das Rennen konnte ich mich aber noch dran erinnern. Wunderbar. 1999 haben wir genau gebracht. Und einer hat sich komplett geschrottet. Das war der beim letzten Mal durchgeschafft hat. Der Porsche GT, der es beim letzten Mal durchgeschafft hat. Dafür ist er heute jetzt gecrashed. So, 7 Rennen müssen wir. Eins haben wir ja schon. Was ist denn spaßig? Das Drift, das Sprintrennen sieht doch gut aus. 6 weitere dann noch. Supra, Viper. Ich weiß immer noch nicht, ob wir... Lotus. Ups, leider. So. Ich weiß immer noch nicht, ob wir Viper oder Corvette kaufen sollen. Viper können wir ab der nächsten Blacklist holen und Corvette ab der übernächsten, also ab 5. Bin mir da immer noch ziemlich unsicher, was ich denn jetzt haben will. Muss ich mal überlegen, wenn wir dann die Viper kaufen können. So, wir sind jetzt schon bei 20%. Oh Gott, das war ein böser Fehler. Aber wir konnten ihn wenigstens abhalten, aber den anderen nicht. Oh, die sind schnell. Okay, also das könnte interessant werden. Er crasht wenigstens und da er die Fässer mitnimmt, ist er langsam. Uiuiui, die wollen es aber alle Leute wissen. Bleiben wir auf der linken Seite und können wir die Kurve gut nehmen. Kriege ich es denn gut? Ja, perfekt sogar fast. Die anderen haben sie nicht so gut bekommen, das heißt, wir sind mit 50% noch übrig. Sehr gut. Oh, ganz schlecht dafür die Kurve genommen. Na okay, die haben es aber auch nicht besser bekommen. Komm schon. Oh, ich habe eine Woche nicht gespielt. Also ist das jetzt... Das war knapp. Durchaus etwas gewöhnungsbedürftig kurz. Oh, ich lenke ganz schlecht. Konnten wir Upgrades? Haben wir geguckt, ob wir Upgrades für den Wagen machen können? Weiß gar nicht. Oh Gott, der crasht ganz böse. Weiß nicht, können wir den Wagen upgraden? Die sind beide böse gecrasht. Oh Gott, wo fahre ich lang? Wo fahre ich lang? Nein! Nein! Mama! Was machst du? Was ist das denn für ein Chaos? Komm, vielleicht können wir es noch schaffen. Der ist nämlich nicht zu schnell. Haben irgendwie alle gerade ein ganz schlechtes Rennen. Komm schon. Na, okay, das schafft er, aber das wollen wir nochmal machen. Das war irgendwie gar nichts. Weil sonst ist hier mal alles abgesperrt und da war ich irgendwie verwirrt, wie ich ihn fahren muss. Naja, jetzt schaffen wir es hoffentlich. Müssen nur kämpfen, dass wir die hinter uns halten. Die Kurven kriegen die nämlich auch nicht. Das ist die Frage, ob wir sie diesmal kriegen. Nicht Platz machen, einmal genau ein bisschen knuddeln. Komm schon. Nein, ah, super, hau ab. Das war sehr knapp mit dem Elise oder Evora oder Lotus generell. Irgendwas Lotus. Aufpassen, 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 aufpassen. Genau vor denen. So, sie kriegen es auch nicht. Irgendwann sind die Fahrzeuge einfach so schnell, dass es teilweise echt schwer wird, irgendwie vernünftig zu fahren. Vor allem, wenn man viel zu spät campt. Und die Wagen werden ja noch einmal einiges schneller im Verlauf des Spiels. Ja, dann... Corvette-Folge-Upgrade haben oder Carrera GT kaufen würden und so weiter. Also hätten wir noch einige tun könnten. Einer ist ganz weit zurückgeblieben. 500 Meter Hildebrand. So, jetzt hier richtig gleich neben die Kurve, bitte. Das ist fies, dass sie nicht abgesperrt haben. Der hat uns einmal mitgerammt. So, nicht hier rechts. Nicht hier rechts, genau. Wunderbar. Kriegen Sie die Kurve? Ja, schade. Komm schon, 15% nur noch einmal hier geradeaus, dann haben wir das. Einmal über die Kreuzung. Der will es nochmal wissen. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt nicht Speed verlieren. Gehen wir einfach geradeaus, dann haben wir es. Wunderbar. So, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob wir Upgrades haben für den Wagen.
Radarfahrer, auf geht's. Wir haben ganz schön viel Geld. Wäre eigentlich ganz gut, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, um dann uns gegen den, um den Wagen abzuwenden. Wie gesagt, Mann, nämlich Maka, Mango, Atom. Alles klar. Oh ja, nimm erstmal den längeren Weg. Super geschieden, Mann. Was will ich jetzt eigentlich? Und ich nehme alle unser Nitro. Danke fürs Schieben. Das ist sehr freundlich wenigstens. Wir sind schon so blöd und alle unser Nitro-Verschwender. Und die müssen bremsen. Das heißt, machen sie nicht. 282 sollte sehr gut sein. Ja, 281 ist der zweite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Versuchen wir mal hier irgendwie geradeaus. Alles klar. Das ist eine chaotische Folge. So. Einiges an Speed gekostet, glaube ich. Sehr viel, ja. Vor allem, wir sind jetzt weit vorne, das heißt, wir werden im schlimmsten Fall noch ganz schön Speed verlieren. Ich denke, das Rennen ist so gut wie verloren, wenn die nicht einen Fehler machen, einen schweren Fehler. Rubber Banding, jetzt wird es Zeit, dass es passiert. Dass du die langsamer werden lässt, damit wir eine Chance haben. Oh ja, da sind sie jetzt nicht zu schnell durchgekommen. Dafür haben wir den anderen komplett zerstört. So, komm schon. Hier sind wir jetzt übrigens von Geschwindigkeit am schnellsten. Ihr müsst dran denken, die haben genau 1000 km/h. Hey, die haben eine Radarfalle mehr. 199. Das Problem ist, die sind immer noch sehr weit vorne. Was wahrscheinlich im Endeffekt das Genick brechen wird. Da wir das nicht aufholen werden. So. Gut. Ja, wir verlieren jetzt zu viel. Das verlieren wir nicht. Jetzt sind wir. Schade, 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 schade. Wenn wir da nicht gecrashed hätten, wir das ganz locker gewonnen. So, wir nehmen uns jetzt hier ein bisschen, damit wir gleich nach vorne können. So. Die gehen links vorbei, wir nehmen diesmal jetzt zum Glück die richtige Richtung. So. Wollen wir schon mal unser Nitro verwenden? 281 waren wir das letzte Mal. Jetzt sind wir um einiges schneller nochmal. 288. Wir nehmen auch lieber nicht den Busbahnhof. Das ging nicht so gut aus letztes Mal. Ach, dummer Drecksack. Scheiß Porsche. Das war jetzt keine Team Porsche, sondern gegen den. So, naja, jetzt sind wir weit hinten. Aber müsste nicht unbedingt ein Problem. Ah, alles klar, wie gut kriegt er die Kurve? 2 km/h. Unterschied zwischen uns im dritten und dem ersten. Der hat uns natürlich nochmal weggerammt, das fand ich so lustig. Aber wir haben es wieder gut gemacht, indem wir um einiges schneller waren. 22 km/h. Jetzt müssen wir ja aufpassen, dass wir das hier nicht Böses antun. So. Zumindest vielleicht halten wir den einen damit auf. Ne, wir haben keinen damit aufgehalten. Naja, egal. Sind trotzdem ganz vorne. Ah, Hitboxen! Zwei Geschwindigkeit hat uns jetzt, glaube ich, wenigstens nicht viel gekostet. 190, genauso wie beim letzten Mal. Aber wir sind ganz vorne. Und haben ultimativ viele Kammer Vorsprung. Wir haben zwei, fast, naja, 150 Kammer haben wir Vorsprung. Vor dem zweiten, was zur Hölle? Mehr als 200 km/h zum dritten, zum vierten. Das war jetzt aber nicht so gut. Das war ganz schlecht, wie gesagt. Aber es ist kein Problem, denn wir werden hier ganz locker als erster reinkommen. 206 km/h zum ersten. Das waren trotzdem noch schneller. Holy shit, was war da denn los bei denen? Gut. Rock, License Tuning könnte helfen. Will ich aber nicht. Also wir haben was frei auf jeden Fall. Aber läuft doch wunderbar so, oder? Wenn wir mal in der Nähe von einem sind, dann können wir es machen. Springen dann. Nimm dich. Was haben wir denn für Fahrzeuge? Wir haben einen Mazda RX-8, wir haben den Aston Martin DB9 Pontiac GTO und unseren Mustang, natürlich. 3, 2, 1, go! Und jetzt wollen wir mal losboosten. Gut, der da vorne will schon mal... Wir wollen schon mal alle wissen, also... Ah, fuck. Ich wollte aber nicht unbedingt wissen, wie viel langsamer uns das macht, das umzuhauen.
Komm alle vorbei. Perfekt. Oh, ich liebe diese Musik. Ich liebe Need for Speed Most Wanted. Oh nein, er ist gecrashed. Wunderbar. Boost ist gecrashed. Okay, wir sind bei einem Viertel des Rennens und sind immer noch hinter Redline. Aber er nimmt den längeren Weg. Wir nehmen die Seite, weil der werden wir schon gerade ausfahren. Kann es sein, dass das gleiche Rennen ist, nur rückwärts diesmal? Ist das gleiche, oder? Ne, es ist länger. Aber sonst ist es, glaube ich, das gleiche. Wir lassen mal den RX-8 hinter uns. Weil hier nicht das andere... Hat es hier anderen hier irgendwie begonnen? So, ja. Ich glaube, der hier... Vielleicht sind die auch beide gleich, aber ich weiß nicht. So. Aua. Komm schon, schnell rum. Gut, die von hinten wollen kommen. Und den macht's halt nur immer nochmal zurück. Rechts bleiben. Haben wir eine bessere Kurve. Und kürzeren Weg. Was die anderen nicht wollen. Hätten wir abkürzen können, theoretisch, aber ist okay. So, auf der anderen Seite ist dann aber auch sowieso schon das Ziel. Das heißt, sieht super aus für uns. Obwohl ich uns hier gerade gegen alles gegenhaue, was ich kann. Unser Nitro schön benutzen. Auf, oh Gott, das war etwas missleitend auf der Karte. Ich dachte erst, wir könnten die Innenseite nehmen, aber die Innenseite wäre eine solide Wand aus Beton gewesen, die uns leicht umgebracht hätte. So. Und schwupsi, nächstes Rennen. Wir sind bei 3, ne? 3, ne? 4. Wir haben schon 4 Rennen. Ja, stimmt, wenn der Striker noch macht. 2 noch, warte, wo ist denn der Unterschied zwischen denen? Aber die sind, ja, sind fast die gleichen Rennen gewesen, guckt. Also, da machen wir noch einen Kreis drumherum. Das eine geht ein bisschen länger, aber sonst ist das gleiche. Was sieht denn noch gut aus? Einmal von Rosewood nach Rockport? Das hört sich auch interessant an. 3 Rennen auf Meilensteine und schubsi, wupsi, bei der Hessler McLaren. Ein AMG, glaube ich, da rechts. Gab es damit schon AMG? Ach, keine Ahnung. Mercedes? Irgendwas? Ich glaube noch nicht, das waren dann die ersten Cars, ne? Und 2 Mercedes. Das. Und der eine hat schon mal geschafft, irgendwo gegen zu hauen. Gleich am Anfang. Guter Mensch. Früh bremsen, aufpassen, dass sie nicht auf unsere Innenseite vorkommen. Irgendwie die KI hat es nicht so mit den Kurven häufig. Wobei wir, ich gebe es zu, auch nicht immer die Besten mit den Kurven sind. Aber zumindest meine ich, dass die KI hat sich geschrottet. Das 2 sind jetzt hingegen geknallt. Ich glaube, der eine ist in anderen Reihen hat sie gestoppt. Also haben sie gegenseitig ausgeschaltet sozusagen. Fast 600 Meter haben sie beide Abstand zu uns. Und der zweite hat 200 Meter Abstand. Das läuft doch schon mal wie geschmiert. So, der Haar hat zurück nicht abgebremst. Hier entlang mit wunderbaren 226, wir haben so viel Grip. Ganz schlechte Kurve, das hier genommen, das war eine ganz schlechte Idee. Und jetzt durch die Tankstelle, oh Gott, das war eine miserable Idee. Das ging aber gerade zumindest noch gut aus, wir haben aber 100 Meter verloren. Auf den zweiten. So. Halt uns aber weiterhin vorne. Wie weit sind jetzt schon wieder gecrashed? Ach, keine Ahnung. Wir haben so viel Abstand haben wir auf die. Ich bin zufrieden damit, sag ich mal. Also auch mal einen coolen Rennen einmal rum. Von Rosewood wirklich nah aufpassen. Von Rosewood nach Rockport. Genau, mit der Brücke mal aufpassen. Du meinst nicht gut mit einem. Hier schön rum. Oh. Bleiben wir mal links. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob irgendwas kürzer ist. Und selbst wenn, ist es nur marginal kürzer. Wobei der rechts ganz gut kommt. 9%. So, dass wir den nochmal zurückhalten vielleicht. Okay, dann musst du abbremsen wegen dem Mautstein. Das heißt, wir haben das Rennen in der Tasche. Hier ist ein Tuning-Shop, das heißt, wir können mal reingucken. Whoops. So, einmal runterbremsen. Angriff auf Polizeiwagen. Also, ich habe es ein bisschen gerammt, geschrottet, zum Überschlag gebracht und mit 300 gegen eine Wand geschubst. Aber sind das jetzt Angriffe? Weiß ich nicht. So, Hinterzimmer hätten wir immer noch. Wir wollen mal Leistung gucken. Ich weiß nicht, ob wir schon mal gemacht hatten. Nummer 3. Nummer 5. Oder hatten wir schon? Nummer 6. Den hatten wir schon, ne? Nummer 6.
Hatten wir schon das Beste? Nummer 5. Nummer 3. Tatsächlich, wir haben schon das Beste. So, deswegen macht es sich auch so gut eigentlich. Zwei noch. Was sollen wir denn machen? Radaufalle. So. Ah, der ist ein Gallardo. Oder Gallardo, Gallardo. Clio. Komm schon, also. Clio, Leute. 3, 2, 1, go. Unten ist ein McLaren. Ah, schon wieder das ganze Nitro verbraucht, ich Dummerchen. So. Können Sie theoretisch Break checken? So, wir können ihn versuchen, ein bisschen aufzuhalten. So, Gardi. War schneller als wir. Oh, aufpassen, dass wir da nicht gegen crashen. Komm schon. Gardi ist immer noch schneller als wir. Gardi ist schnell. Aber wir haben Gardi wenigstens einmal irgendwo gegen gehauen. Und Gardi ist dagegen gehauen. Perfekt. 267. Sie hätten uns ruhig ein bisschen früher anschubsen können. Oh Gott, die wollen es wissen. Fast gegen die Fässer, das war sehr knapp. 60 km/h ist hauen schneller. Wir würden einfach wie alle so extrem andere Auspuff-Sounds haben. Und man deshalb genau weiß, welcher Wagen es wäre gerade hinter einem lässt. Das ist ganz cool. Oh Gott, scheiße, scheiße, scheiße. Komm. Nein. Hopp. Jetzt ist keiner hinter uns. Jetzt der McLaren. Der SLA. Aber. Das Problem ist, die sind immer noch verdammt schnell. Und ich hoffe, das ist nicht Hong vor uns. Weil Hong müsste nach hinten. Der hat nämlich sehr viele Vorsprung. Wir werden sehen, wer es ist. Es ist Imperator. Okay, es ist nicht Hong. Also Hong ist der SLR. Das heißt, wir müssen weit vor Hong ins Ziel kommen. Einmal das weggehauene Schild da oben an der Laterne. So. Ja, fetzt euch mal bitte mit Hong. Hong ist nämlich schnell. Ich glaube, wir gehen auf die Corvette, weil die hat um einiges mehr Handling und das wäre eigentlich gar nicht mal so schädlich, noch ein bisschen mehr Handling zu haben. So. Ah, die Corvette. Unsere Lieblingskurve. Okay. Also wir könnten es versuchen, irgendwie strategisch zu machen, wobei Imperator ist nicht zu weit hinter uns. Das heißt, wir dürften wenn wir hier jetzt absolut reinhauen, ist es möglich für uns das noch zu gewinnen. Schade. 40 km/h Unterschied. Das ist schon einiges. 2 vor Imperator. Okay, das lassen wir mal. Oh mein, anderes. 2 immer noch.